Hallo Leute und damit auch willkommen zu einer neuen Folge von Ark Empire. Und seht mich auch schon hier halbnackt im Regen stehen und fragt euch wahrscheinlich gerade, Askalte, was tust du denn hier halbnackt im Regen? Und ja, ich habe ja am Montag gestreamt und da waren wir unter anderem hier im Redwood-Biom und dort habe ich eine Katze gezähmt. Genau, die gefährlichen Raubkatzen haben wir ja damals schon entdeckt in der letzten Folge, wobei ich bin gerade mal einer begegnet, jedenfalls habe ich nur eine gesehen und im Livestream habe ich dann, ich glaube, ungefähr 5 Stück gesehen und eine davon konnten wir sogar tatsächlich erschießen und zähmen. Genau, und die anderen haben versucht, mich anzugreifen. Also es war wirklich sehr spannend. Wer nicht dabei war, hat auf jeden Fall was verpasst. Aber Leute, ich verspreche, ich werde öfter zähmen. Na, das auf jeden Fall. Aber ich werde auch öfter streamen. Und wer das gut findet, der kann ja schon mal einen Daumen nach oben geben und das in die Kommentare schreiben. Ne, ich werde dann auf Twitch streamen, wie immer. Steht auch der Link schon in der Beschreibung. Könnt ihr mir einfach folgen, wenn ihr wollt. Und genau, hier Level 65 bin ich auch endlich mal geworden. Will ich mal wieder Leben verbessern. Und das Coole ist einfach, Level 65 ist, dass wir endlich mal einen Betäubungsdart erforschen können. Genau, mit diesem Dart können wir auch endlich mal, genau, diese wunderschönen, genau, mit diesem Dart ist es uns auch endlich möglich, auch andere Dinosaurier zu zähmen, unter anderem auch Giganotosaurier. Ja, jetzt kommen die Experten, natürlich ist es auch möglich, mit einer Armbrust ein Giga zu erledigen. Aber das dauert einfach viel zu lange, es ist viel zu ineffektiv, deswegen haben wir jetzt diesen wunderschönen Dart-Pfeil erforscht, den wir dann auch endlich mal selber craften können und nun nicht mehr die Hilfe von anderen Mitspielern brauchen. Aber gut, meine Rüstung wurde leider auch zerstört, als ich mich dort im Wald aufhalt. Deswegen können wir diese auch ganz leicht reparieren. Genau, Brody hat mir da auch geholfen mit dem Metallfarmen. Da nochmal ein großes Dankeschön an Brody, der übrigens gerade in der Base schläft. Ich habe mich auch seines Schwertes bedient, ne, wie ihr sehen könnt. Ich habe einfach ihm mein kaputtes hier reingelegt. Zack, hier liegt es. Und habe dann einfach das Heile genommen. Genau, Leute, ihr kennt mich ja. Kriegt aber später natürlich wieder. So, dann wollen wir nochmal schauen, wie schnell es hier geht. Ihr seht, in 0,x ist die Rüstung fertig. So, ziehen wir auch mal alles an. Genau, und dann können wir nicht auch mal weitergehen. Es gibt nämlich noch einen ganz anderen neuen Dinosaurier hier in Ark Empire, den ich euch gerne zeigen möchte. Und der ziemlich cool ist. Na, einige werden ihn vielleicht schon kennen, die meisten wahrscheinlich noch nicht. Auf jeden Fall habe ich ihn im Livestream gesehen und dachte mir, Leute, den muss ich euch unbedingt vorstellen. Auch allen, die den Livestream leider verpasst haben oder an dem Tag vielleicht anders verhindert waren. Ne, also ich habe auch vor, jetzt demnächst öfter zu streamen, vielleicht jeden Montag, ne, Hauptsache einen Tag in der Woche, könnte ich mir vornehmen, aber ich bin halt momentan mega beschäftigt, also ich schaffe es ja kaum noch, ein täglichen Video zu machen, deswegen weiß ich halt nicht, ob ich täglich, ja, das täglich könnte ich sowieso nicht streamen, ob ich das pro Woche einmal schaffe, aber falls doch, ich werde es immer ankündigen, Leute, das heißt, ich werde es in jedem Video ankündigen, also guckt auf jeden Fall jedes Video, meine Freunde, da verpasst ihr auch nicht, wann ich streame. Na gut, ich glaube, ich habe jetzt soweit alles bis auf meine, genau, bis auf meine Schuhe. Aber dann wäre auch sehr gute, genauso wie wir auch, genau, sehr gute Hosen haben. Können wir die Hosen nämlich wieder wegtun und einfach die sicher nehmen. Die Leggings. Die wunderschönen Leggings. Aber okay. Dann müssen wir auch alles beisammen haben. Dann können wir auch aufbrechen, Leute. Ihr seht schon hier mit einer neuen Rüstung. Wobei meine Brille fehlt eigentlich noch. Ihr wisst ja, ich trage ja immer gerne meine Nerdbrille. Die wurde mir allerdings auch gestohlen tatsächlich. Ne, die war auch eigentlich eine lange Zeit hier in meiner Schmiede. Hat sich aber jemand dran vergriffen. Ich weiß nicht, ob Brody sie hat und dann gestorben ist. Oder ob, ja, ich irgendwie beraubt worden bin. Auf jeden Fall ist die Brille verschwunden. Wahrscheinlich lag sie gerade in der Spiel und ich habe sie einfach übersehen. Das könnte natürlich auch sein. Das ist auch eine Option. Aber egal, Leute, sonst muss ich einfach eine neue farmen. Ist ja auch nicht so schwer. Gut, Petri, dann komm mal mit. Dann lass uns aufbrechen, denn es gibt nun etwas, was ich euch zeigen möchte. Im Süden lebt dieser neue Dinosaurier nämlich nicht. Er hält sich nämlich vorzugsweise hier tatsächlich im Norden auf, beziehungsweise auch in der Mitte der Map. Teilweise habe ich den allerdings auch schon im Redwood-Biom gesehen. Genau, für die, die jetzt nochmal den Stream verpasst haben, werde ich da auch nochmal hinfliegen und euch zeigen, wie man ganz leicht die Katzen findet. Ja, weil das war ja letztes Mal, da war ich mir noch ziemlich unsicher, da war ich ja relativ neu, ne, unter den Katzenkennern. Aber dieses Mal kenne ich mich ja schon richtig aus. Ja, man muss da nämlich ganz genau gucken, die laufen irgendwo an Bäumen lang. Ja, beziehungsweise die haften wirklich an Bäumen. Man muss einfach nur die Bäume hochgucken und dann irgendwo sieht man da meistens einen Kater. Hier zum Beispiel, Leute. Oder ist es ein Blatt? Das war ein Blatt. Okay, Leute, sowas kann natürlich auch passieren. Solche Missgeschicke, die passieren jedem Katzenforscher. Genau, hier habe ich das letzte Mal 3 Katzen gesehen an diesen Bäumen. Ihr seht, heute ist dort keine einzige. Die werden natürlich auch stark gejagt. Ich meine, jeder möchte diesen Pelz haben. Jeder möchte sich neue, coole Katzenklamotten craften. Ne, ähnlicher Hype wie damals mit dem Leopardenfell. Und deswegen sind sie natürlich auch stark bedroht. Aber dennoch findet man sie eigentlich relativ häufig, wenn man, genau, hier zum Beispiel, hier, Leute. Hier sehen wir eine. Ne, eine junge Katze ist eigentlich relativ friedlich, ne, es sei denn, man greift sie an oder sie sieht einen Petri, dann wird sie sehr wild.
Genau, um diese zu zählen, braucht man am besten einfach Fleisch von Ovis, die man ja in den Schneebiomen findet. Genau, das nochmal zu den Infos zu den Katzen, die ich letztes Mal nicht mehr erwähnt hatte. Das tut mir dann einmal leid, aber jetzt seid ihr die Profis auf dem Gebiet der Katzenzüchtung. Genau, wenn ihr wollt, dass ich noch eine Katze zähme, denn die andere Katze ist ja leider in dem Stream noch gestorben. Oder war es danach noch? Nee, genau, die haben wir nämlich leider nicht ganz geschafft zu zähmen. Die ist leider vorher noch krepiert. Aber wenn ihr wollt, dass ich eine neue Katze zähme, dann schreibt es auch in die Kommentare und dann bin ich da auf jeden Fall dabei. Denn ich frage mich ja immer noch, kann man diese reiten? Ne? Kann man damit Bäume hochlaufen? Weil das wäre richtig geil. Aber das müssen wir auf jeden Fall ausprobieren, das werde ich glaube ich auch. Will ich dann entweder vielleicht in einer der Arc-Folgen machen oder tatsächlich auch im Livestream. Guck mal, da haben wir jetzt einen Tapejara, möchte ich auch unbedingt nochmal zähmen. Aber es gibt da viele neue Dinosaurier, die ich gerne zähmen würde. Aber gut, Leute, dann werden wir uns auch erstmal auf die Suche begeben. Ich hoffe, ich werde dabei auch nicht sterben. Genau, viele von euch haben sich auch schon gewünscht, dass ich demnächst mal einen Giganotosaurus zähme. Und das ist natürlich ein wirklich ein sehr, sehr heftiges Vorhaben. Denn so ein Giganotosaurus, der braucht erstmal sehr, sehr viele Pfeile. Danach braucht er sehr, sehr viel Narkotik und sehr viel Fleisch. Am besten Primeat, damit er auch unter optimalen Bedingungen gezähmt werden kann. Und ich meine, so ein Giganotosaurus ist nicht gerade schwach. Okay, ich meine, man kann ihn auch mit Level 5 zähmen, wenn man hier die nötigen Materialien hat und er sich einfach auf den Berg stellt. Wobei mittlerweile ist es gar nicht mehr so einfach. Damals in A konnte man sich einfach auf den Berg stellen, hat gewartet, dass der Dino ankommt, schießt ihn ab und dann war er betäubt. Mittlerweile rennt die auch weg. Man muss sie dann immer wieder hinlocken. Und das, ja, macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Finde ich aber einerseits auch ganz gut. Was ist denn das hier? Ein verwandeltes Triceratops. Ein Pachyrhinosaurus. Ich weiß nicht, seit wann es diese hier gibt. Aber die sind ja auch neu, Leute. Das ist ja mal interessant. Ein Pachyrhinosaurus. Ich weiß ja gar nicht, wie lange gibt es die schon? Habt ihr da eine Idee? Ich glaube, ich habe die nämlich noch nicht gesehen. In Scorched Earth gab es die ja damals nicht. Wahrscheinlich habe ich zu der Zeit, wo sie rauskamen, Scorched Earth gespielt. Oh, die sind tatsächlich relativ neu. Ich bin mir gerade nicht sicher. Also aus Filmen kenne ich die natürlich. Ihr wisst ja, ich war damals ein großer Dinosaurier-Doku-Fan. Sind viele von euch wahrscheinlich auch, oder waren's? Aber was es mit diesem Dinosaurier genau auf sich hat, ich weiß es nicht, Leute. Na, aber wenn das ein neuer sein sollte, und ich jetzt hier den Jackpot geknackt habe, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Wir gucken aber erstmal weiter. Es gab nämlich noch was viel Cooleres. Wo sich dieses Wesen allerdings rumtreibt, das steht noch in den Sternen. Genau, hier war ich während des Streams auch. Hier bin ich fast gestorben. Konnte dann auch fliehen und bin dann woanders gestorben. Ne, ich verstecke mich ja öfters in Offline-Protected Bases. Ist immer relativ praktisch, denn diese Bases können nicht zerstört werden. Man kann sich dort sehr gut vor wilden Rexen oder auch zum Beispiel vor Therizinosauriern verstecken. Allerdings manchmal, ja, steht das Ganze auch fehl und die banken sich irgendwie durch oder es kommen irgendwelche Käfer an oder. Also man ist eigentlich nirgendwo mehr sicher in Ark seit den Updates. Gut, ich finde jetzt leider bisher kein... Genau, eigentlich, warum mache ich so ein großes Rätsel drauf? Ich habe es wahrscheinlich eh in den Titel geschrieben. Ich suche nach einem Mikroraptor. Wo ihr euch wahrscheinlich auch fragt, okay, was ist das denn? Das handelt sich dabei um eine Mischung aus Raptor und Archaeopteryx. Wenn ich mich nicht ganz täusche, so sieht es zumindest aus. Und, oh mein Gott, Leute, woran erinnert uns das hier? Das erinnert mich gerade an meine Base damals in normalen Ark. Ne? Damals, als ich zum ersten Mal Ark gespielt habe, die ersten 200 Folgen, beziehungsweise die ersten 150 Folgen, haben wir ja tatsächlich hier verbracht. Haben dort einige Bauten, ja, erstellt hauptsächlich in diesem Bereich hier. Ne, hier hätten wir unseren Aussichts-Zombie-Map, habe ich übrigens auch noch, werde ich vielleicht irgendwann nochmal drauf spielen. Genau, hier hatten wir unsere Aussichtsplattform. Hier standen ein paar Schiffe von Team National Survival und hier war dann unsere Base. Ne, war relativ, ja, am Anfang war sie sehr schlecht geschützt, dann ist auch sehr schwierig hier eine gut geschützte Base zu bauen. Aber am Ende war die halt echt gut gesichert, fand ich. Fand ich zumindest, ne? Ich fand sie relativ cool. Viele von euch stimmten denen auch zu. Ja, momentan gehört sie Spitfire, die allerdings auch zu einem großen Teil zerstört worden sind. Übrig ist jetzt nur noch ein Stuhl, auf dem man sich hinsetzen kann. Ja, ist ja schön und gut, aber bringt uns auch nicht weiter. Wir müssen weiter zurück zum Mikroraptor. Sofern es denn welche gibt, genau. Also viele haben die hier nicht erreicht, hatten zwar zwischenzeitlich auch eine Metallbase. Das Ganze hat sich dann allerdings auch geändert. Wie sie das hier übrigens geschafft haben, ich würde sagen Hacks, ne? Also wie man das hier schafft, ich weiß es noch nicht, ganz ehrlich. Eigentlich müsste das Ganze hier zerbrechen, wahrscheinlich... Nee, wie kann man das denn hier schaffen? Also, gute Frage. Ich vermute mal, dass die Stelzen nicht notwendig gewesen sind. Genau, wahrscheinlich haben... Genau, die haben hier einfach Foundations gehabt, haben dann Ceilings gehabt und deswegen waren die Balken, die Pillars eigentlich gar nicht notwendig. Aus diesem Grund ging das dann auch. Aber gut, wollen wir erstmal weiter gucken. Ihr seht schon, viel hat sich hier auch nicht verändert großartig. Ne, wobei dieser Berg sieht ein bisschen anders aus als damals vor 2 Jahren Ark.
Aber viel hat sich ja auch wirklich nicht verändert. Genau, hier war dann übrigens auch nochmal ein besonderer Tribe, der mittlerweile auch gestorben ist. Ja, es sind viele Tribes, mussten leider weichen, nachdem die Kavallerie hier eingezogen ist. Das ist übrigens auch ein geiler Spot, um eine Base zu bauen, fällt mir gerade auf, diese Schlucht. Genau, wobei ich denke mal, wenn man hier unten eine Base bauen würde, das Problem ist halt auch, dass man halt von oben sehr leicht angegriffen werden könnte. Vermute ich jetzt einfach mal. Ihr seht auch, da unten ist eine Höhle. Und bei den Höhlen bin ich auch sehr interessiert, denn da war ich noch gar nicht in Ark Empire. Ne? Viele hatten es auch schon mal vorgeschlagen. Askal, da geht doch mal wieder in eine Höhle. Ist auch eine sehr gute Idee. Das Problem allerdings, was ich auch öfters in den Kommentaren gelesen habe, einige haben sich tatsächlich in den Höhlen zugebaut. Ne? Und das ist natürlich gar nicht gut. Und hier muss ich absteigen, ich komme nicht weiter, ich weiß nicht, ob ich diese Gase kann. Ja, funktioniert alles. Ich komme hier weiter, aber einige haben sich tatsächlich das Recht genommen, die Höhlen zuzubauen, sodass einige Spieler gar nicht mehr reinkommen. Ihr seht schon, das Tor hier ist aufgebrochen. Das war übrigens auch mal zu. Hier ist ein Astral Grill, genau. Never Lucky dachte sich so, jo, wir bauen die Höhle zu, dass kein anderer Spieler mehr hier ist. Ihr müsst euch das vorstellen, ähnlich wie ein Herr der Ringe. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier, glaube ich, reinjumpe, bin ich tot. Ich sollte es vermeiden. Genau, ähnlich wie eine Herr der Ringe, die Minen sind unsere. Hier lungert mein Schatz. Es ist mein Schatz. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Ja, also werden hier überall so kleine Gollums, die hier versuchen, ihre Schätze zu bewahren. Finde ich an sich sehr interessant. Allerdings, wenn es nur die gleichen Tribes sind, natürlich auch ein bisschen. Also Wächter-Tribes finde ich ganz cool. Aber andererseits, naja, hat es natürlich auch Gefahren. Es birgt Gefahren. Übrigens bin ich auch momentan... Ja, habe ich momentan auch die Idee, Ark Empire so ein bisschen zu reformieren. Ihr seht schon, hier geht's nicht wirklich weiter, ne? Hier sind noch kaum Dinosaurier gerade. Was ist denn hier los? Ich glaube, so tiefer wir gehen, desto mehr Dinosaurier werden wir auch finden. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht, ne? Hä? Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Also diese Höhle scheint nicht zugebaut zu sein. Im Gegenteil. Eine Explorer Note. Für einen Caprosuchus. Nicht schlecht. Das ist doch schön. Ja, aber ansonsten ist das hier alles so... Weiß nicht, man kann hier vielleicht rausgehen? Ne, man kommt da glaube ich nicht raus. Gibt es hier ein Artefakt? Gute Frage, Leute. Und vor allem, wo sind die Mobs gerade? Gibt es hier eine Falle? Kommt man da raus? Ich weiß alles. Kann man nicht in das Wasser, ohne zu sterben? Alles Fragen, die ich mir gerade nicht beantworten kann. Da war ich tatsächlich in dieser Höhle, glaube ich, noch nie war. Haben wir tatsächlich noch eine Explorer Note, ne? Das ist ja unglaublich. Öffnen wir auch mal. Ihr seht schon, jetzt habe ich hier gerade XP 25.623. Öffnen wir mal. Ne? Oha, und es ist... Eine Helena Note. Die sind egal, die brauchen wir nicht lesen. Wie viel habe ich jetzt? Mal gucken. 25.800. Also bringt richtig viel, wie ihr hier sehen könnt. Ich meine, mit einem höheren Level bringt es halt echt nicht mehr so viel. Ihr seht schon, ich habe jetzt einen fetten EXP-Boost. Aber ich möchte auch ungern jetzt weiter in die Höhle reingehen. Wobei es ein Artefakt, ich habe jetzt noch gar keine Artefakte. Und ich meine, wenn jetzt hier gerade keine Mobs spawnen, sollte ich das natürlich nutzen. Wobei, sobald die dann spawnen, ist es natürlich dann auch wieder schwieriger für mich. Aber hier scheint momentan echt nicht zu sein. Außer eine Menge fetter Explorer Notes. Und das ist doch mal geil, Leute. Das ist richtig geil. Ich glaube, diese Folge... Machen wir einfach mal eine Höhlenfolge draus. Ich meine, der Raptor kann warten. Ich werde euch in nächste Folge präsentieren. Wobei, komme ich hier weiter? Ich glaube, ich brauche einen flugfähigen Dinosaurier. Also ich bin anscheinend... Es gibt mehrere Eingänge für diese Höhle, glaube ich. Und wir haben hier einen dieser Eingänge gefunden. Aber ich denke mal, dass auch irgendwo jetzt... Irgendwelche... Guck mal, da unten ist zum Beispiel ein Loot Crate. Ich denke mal, dass es auch irgendwo hier wütende Saurier oder irgendwelche Monster gibt. Sei es Spinnen, Skorpione, Fledermäuse. Na, aber manchmal treten natürlich auch Bugs auf. Guck mal, da hinten ist zum Beispiel schon was. Ja, da hinten schwimmen, obwohl. Nee, das war einfach gerade nur ein Grafikfehler. Guck mal, hier unten haben wir so einen kleinen Loot Crate. Ist natürlich nur ein kleiner, das ist vielleicht jetzt nur... Das kann da großartig drin sein. Nichts Besonderes. Ein Trike-Sattel. Ja, aber nehmen wir trotzdem mit. Ich meine, es ist besser als nichts. Den können wir nachher unserem Trike aufsetzen. Ist auch ein bisschen geschützter. Na, aber es sind meistens nur unspektakuläre Dinge drin. Ihr seht, diese Höhle scheint relativ einfach zu sein. Ob man hier so leicht hochkommt hingegen, das ist eine gute Frage. Aber ich denke mal, auch hier ist es kein Problem.
Ich scheine in dieser Höhle schon gewesen. Also es sieht so bekannt aus alles. Aber doch so anders. Ne? Ist das eine neue Höhle, Leute? Oder wurde die einfach, ich glaube, die wurde einfach nur verändert. Das hat mir auch jemand in den Kommentaren geschrieben, Askalter, geh mal wieder in die Höhlen. Das Höhlendesign hat sich nämlich komplett verändert. Ne, jetzt weiß ich, glaube ich, was ihr meint. Die Höhlen sind tatsächlich anders. Guck mal, da haben wir auch schon den Loot Crate. Also das war easy. Ne, also ich, das finde ich, guckt euch das an, Leute, wie heftig episch das aussieht, ne? Also das ist mal richtig, guck mal, ich mache jetzt mal einen Screenshot. Aber das sieht episch aus. Also wenn das nicht episch aussieht, weiß ich auch nicht. So, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mir jetzt Screenshots mache. Genau, ich muss jetzt ein paar Screenshots machen, jetzt fotografieren, Leute. Ne, ich als Fotograf kenne mich natürlich aus. Boah, sieht das cool aus. Guckt euch das an, Leute. Ich will ganz viele Screenshots machen. Oh ja. Come on, Loot Crate. So, dann werden wir dann natürlich auch zerbrechen lassen, einfach rausnehmen. Das Artefakt des Jägers haben wir nun. Und das Leuchten hört auf. Sehr interessant auf jeden Fall. Dauert nicht lange, dann ist es wieder da. Am besten, man nimmt sich Tiere mit, die kann man mehr transportieren, hat man mehrere Artefakte. Würde ich immer machen, immer irgendwas mitnehmen oder halt eine Crew. Und dann können wir einfach rausschleichen. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Fall war und auf einmal die Monster ankommen. Weil bisher war nichts los, ne? Was hab ich denn gerade für ein Glück? Aber ich weiß nicht, manchmal buggt das ja richtig rum. Ich hatte das damals schon auf Island, dass es manchmal wirklich sehr gebuggt hat und ich dann, genau, diese Höhle kenne ich doch. Hier habe ich doch mal eine Spinne gezähmt. Sieht jedenfalls so aus wie diese Höhle. Kommt alles so bekannt vor. Aber es sieht auch so anders aus. Ich finde es super von Ark, dass sie einfach diese Höhlen so episch verändert haben. Gut, wir haben anscheinend gerade richtig Glück. Wir haben einen Bug erlebt. Ich meine, Bug-Using ist natürlich nicht so geil. Aber, ich meine, das sollte man ausnutzen, ne? Diese Chance haben wir vielleicht nicht nochmal. Ich werde den Server gleich nochmal neu starten. Ich werde mal gucken, ob das Problem dann immer noch auftritt. Ansonsten werde ich dann mal gucken, ob man dann den Einstellungen was ändern muss. Weil eigentlich, ne, müsste ja alles in Ordnung sein. Egal, ich würde mal sagen, dass wir auch an derselben Stelle rausgehen, wo wir hergekommen sind, weil da auch unser Petri ist, ne? Der soll ja nicht alleine jetzt hier zurückgelassen werden. Wobei, hier gibt es natürlich auch einen Ausgang. Wo der ist, weiß ich sogar. Aber nee, Leute, wir gehen zurück. Petri muss gerettet werden. Ein Leben für Petri. Guck mal, der Loot Crate startet tatsächlich jetzt, oder spawnt tatsächlich an einer anderen Stelle. Der scheint also immer im See zu spawnen, allerdings immer an anderen Stellen. Vermutlich auch mit anderen Inhalten. Ja. So eine Blueprint nehme ich auch gerne. Ich weiß nicht, ob es hier immer jetzt nur Ramshackle Trike-Sattel gibt. Können natürlich sein. Sind es dieselben? 32 Rüstung, 39. Ne, sind anscheinend nicht dieselben, aber ich meine, selbes Element, ne? Aber könnte natürlich sein, dass es jetzt hier nur Trike-Sattel gibt. Das weiß ich nicht. Das müssen wir noch herausfinden. Aber finde ich auf jeden Fall schon interessant. Ja, aber wollen wir jetzt auch mal nach draußen gehen. Guck mal, Obsidian. Ist auch sehr gut, sollte man auch immer haben. Ne, so ein bisschen Obsidian können wir immer gebrauchen. Guck mal, müssen wir nicht mal auf den Berg, haben wir gerade schon was parat, wobei mein Petri hat dann leider auch nicht genug Gewicht. Ich glaube, ich muss das nachher eh wieder wegschmeißen. Wobei, wenn ich meine Steine vorher wegschmeiße und meine Flinte, meine zweite, ich glaube, ich habe ich zwei mit sowieso? Ich habe gerade tatsächlich nur eine mit, perfekt. Dann soll das alles funktionieren. Zur Not den Sattel weg. Ne, ich meine, Obsidian ist wichtiger als so ein Ramshackle Trike-Sattel. Aber gut, dann können wir eigentlich jetzt auch schon jetzt habe ich ihn verlaufen, oder? Jetzt habe ich mich doch tatsächlich verlaufen. Welchen See? Oh mein Gott, Leute. Wo komme ich her? Genau, hier. Ich muss mir am besten irgendwelche Sachen auf den Boden legen, so eine Art Spur machen. Sonst finde ich hier nachher echt nicht mehr raus. Ja, man kann sich natürlich in diesen Höhlen, wenn man hier neu ist, leicht verirren, besonders durch neues Design, wenn alles neuer aussieht. Aber an sich, ich meine, so schwer ist es jetzt auch nicht. Ja, die Orientierung, so schnell, Leute, verlieren wir die nicht. Genau, ich glaube, einen XP-Boost sollte ich auch ausnutzen, um jetzt irgendwas, ja, zu craften am besten, um mehr XP zu kommen, wobei ich habe XP extra sehr weit runtergestellt, natürlich im Nachteil für mich. Also ich habe das so gemacht, als ich gesehen habe, dass sehr, sehr viele schon Level 70, 80 waren. Ich selber war da gerade mal Level 50, dann habe ich die runtergestellt, einfach aus dem Grund, damit es quasi schwieriger für alle ist. Naja, weil ich möchte mich selber beschränken, denn wenn es schwieriger für mich ist, dann macht es auch mehr Spaß, finde ich. Denn wenn ich quasi von Anfang an wieder Level 80 wäre, das wäre halt langweilig, weil viele meinten, das kann der Stern mal bitte als Taming Speed hoch auf 5 und XP auch hoch auf 30 und die haben mich, ihr wisst gar nicht, wie die mich angefleht haben, ne? Und ich so, Leute, ihr seid doch bekloppt. Das bringt doch noch gar keinen Spaß mehr. Wir wollen auch ein Aufbauspiel, was man auch mehrere Jahre theoretisch spielen kann. Ne, ich meine, Ark Empire soll es natürlich auch länger geben. Ne, ich setze das Projekt, habe ich auf ein halbes Jahr angesetzt. Kann natürlich auch länger gehen oder auch kürzer, je nachdem, wie es mir Spaß und Laune bringt. Aber da kann man ja nicht sagen, okay, wir stellen mal alles hoch. Das wäre dann langweilig. Dann wäre es ein PvP-Projekt.
in PvP-Projekten ist es halt so, dass man dann quasi genau alles ein bisschen höher stellt. Aber ich meine, das ist natürlich dann auch der Hintergrund ganz anders. Gut, ihr seht schon, wir sind auf dem richtigen Weg. Die Strukturen haben wir gefunden. Die Höhle war nicht zugebaut. Perfekt. Wir werden aber, denke ich mal, in den nächsten Folgen eventuell auch einige bebaute Höhlen finden. Aber gut, Leute, an sich, das war's dann auch erstmal mit dieser Folge. Genau, ich muss jetzt mal Gamma anmachen. Ich wollte schon sagen, Hello Neighbor. Das war's dann auch schon mit der Folge von Ark Empire. Ich hoffe, sie hat euch wie immer gefallen. Wenn sie euch nämlich wie immer, guck mal, können wir nicht mehr fliegen. Wenn sie euch nämlich wie immer gefallen hat, dann wünsche ich mir, dass ihr mir einen Daumen nach oben gebt und es in die Kommentare schreibt, damit ich auch weiß, was euch gefällt und ihr mehr sehen wollt. Genau, ansonsten war es dann wie immer. Macht's gut und dann bis zum nächsten Mal.